Hallo Freunde, Pumping Erchan hier. Wieder mit meinem Bruder Murat Demir. Viele denken ja wirklich, dass er mein Bruder ist. Ist er nicht, aber wir verstehen uns sehr gut und unsere Familienname ist zufällig Demir. Dann haben wir hier die Franzi. Erzähl mal über dich, dass die Leute auch dich mal ein bisschen kennen. Was hast du alles erreicht noch in deinen jungen Karriere? Also ich habe zwei Wettkampfsaisonen hinter mir in der Bikini-Klasse. Ich war erste beim Loaded Cup dieses Jahr, letztes Jahr Vize-Deutsche Meisterin bei den Frauen und Deutsche Meisterin bei den Junioren. Also, super Leistung. Wir haben sie da, damit sie auch Frauen ein bisschen Tipps gibt. Unser Thema ist heute Waschbrettbauch. In wie kurzer schnell? Zeit, ja. Genau. Möglich, ja oder nein? Ist das möglich? Es ist relativ, was kurzer Zeit heißt. Also ich würde vorschlagen, wir können ja die Magazine mal nehmen, die Frauenmagazine gerade jetzt, ob das jetzt Gala, Bunte oder was auch immer. Da sind ja immer ein paar Seiten, wo man sehen kann, es gibt jetzt die Super Hollywood-Diät oder Super Ananas-Diät oder Kartoffel-Diät, irgendwas. Und dann schnell noch den Sixpack freischaufeln. In 4 Wochen haben sie ihre Traumfigur. Das geht meiner Meinung nach nicht. Vor allem für einen Anfänger nicht. Wenn man weiß, wie es geht, du oder ich, auch die Franzi, glaube ich, wenn wir alles auf den Kopf stellen, also alles umstellen und das Richtige machen, kann das schnell gehen. Aber ein Anfänger, bis er seine Ernährungsweise umstellt, sein Training mal in Ding bekommt, wird das dauern. Also sind diese Sachen nur Verkaufsstrategien, da hast du vollkommen recht. Vor allem Bodybuilding hat uns ja eins gelehrt, Geduld. Geduld ist die Basis zum Erfolg. Wenn man Geduld nicht hat, dann wird man auch Erfolg nicht haben. Definitiv. Es ist gut, was zu machen. Also ich bin auch Befürworter, dass die nur wegen diesem Programm anfangen, was zu machen, um Waschbrett zu bekommen. Aber bist du denn überhaupt auch meiner Meinung, dass man in 4 Wochen, auch wenn man halt Erfahrung hat, gleich ein Sixpack sich freischaufeln kann, nur mit so einer Diät? Also ich frage euch beide mal, also ich fange nicht mal jetzt mit dir. Also ich finde, bin nicht davon überzeugt. Ich finde, Ausgangsposition ist das Wichtigste. Wenn du schon unter einem Jahr gut rumläufst und dann 4 Wochen noch ernsthaft durchziehst, kann man natürlich einiges erreichen. Aber wir haben ja noch nie so geplant. Also wir wissen, dass es vornherein Verarsche ist. Deswegen gehen wir diese Programme auch nie ein. Und unser Ziel ist nicht nur nach 4 Wochen irgendwas zu schaffen, sondern immer was zu schaffen. Wir arbeiten ja langfristig. Deswegen ist 4 Wochen für uns, kann für uns lange Zeit sein, aber auch sehr kurze Zeit sein. Also wenn man alles richtig macht, ist lang genug. Wenn man einiges falsch macht, ist es viel zu kurz. Also ich würde sagen, nein, du hast vollkommen recht, in 4 Wochen kann man keinen Waschbrettbauch freischaufen. Ja. Franzi, du? Also ich weiß nicht, gab es solche Wunder mal jetzt in deinem Freundeskreis vielleicht? Ja, also ich denke halt, ein wichtiger Punkt ist einfach auch, dass man das Ganze ja langfristig durchziehen will. Man will ja jetzt nicht nur nach 4 Wochen dann die perfekte Bikini-Figur, sondern die dann auch dementsprechend halten und nicht dann sofort wieder, Stichwort Jojo-Effekt, wieder zurück. Aber gibt es ja viele jetzt gerade jetzt genau. Bikini-Mädels, die auf der Bühne waren. Ich bin selber ja auch Kampfrichter bei der IFBB und manchmal muss ich auch Pokale übergeben und dann kommen manchmal die Bikini-Mädels und dann höre ich die Namen, ich sage, den Namen kennt man und dann stehen sie neben mir. Also es tut mir leid, manche erkenne ich nicht wieder. Also ich weiß ja nicht, wie das so jetzt bei der Mehrheit ist. Also ist es denn nicht so, dass man da halt gleich wieder zunimmt? Ja, also ich werde halt auch von vielen Mädels immer darauf angesprochen, gerade jetzt zu der Zeit, wo eben das Sommer direkt vor der Tür steht oder eigentlich was schon da ist, ja, wie schaffe ich es, dass ich jetzt noch kurz mein Sixpack raushole, dass ich noch kurz ein bisschen was für meine Bikini-Figur mache. Und dann sage ich den Mädels immer, ja, ihr könnt es schon machen, ihr könnt es jetzt einen Monat lang richtig hart Diät machen, dann, ja, vielleicht funktioniert das. Meinst du? Ja, 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 also wenn man jetzt nicht großartig Speck auf den Hüften hat, denke ich, dass es funktioniert. Aber wie gesagt, dann schaut sie halt in 2 Monaten wieder genauso aus wie jetzt, weil ihr dann jetzt die ganze Zeit total wenig gegessen habt.
dann schafft sie es vielleicht kurz und dann wieder. Ja. Es gibt immer so Zeitangaben. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn Mädels herkommen, nicht jetzt unbedingt, wenn sie wie Franzi aussehen, sie ist halt eine unserer Top-Athletinnen. Wenn sie jetzt, sag ich mal, ihre Körpergröße haben und ein bisschen mehr Speck drauf haben und auch so alles ein bisschen voller ist. Also ich setze 3 Monate an. 12 Wochen. Ja. Das ist eine Regel, das befolgt man. Ich würde auch sagen, wenn jetzt jemand von mir betreut werden wollen würde, würde ich 12 Wochen auch dann erst nehmen, wenn sie einen guten Ausgangspunkt hat. Ach, okay. Ja, sonst könnte ich gar nicht. Was kann ich denn in 12 Wochen aufbauen, abbauen, definieren? Also das funktioniert nicht. Ja? Ja. Außer sie kommt richtig gut, gewisse Rundungen sind da, wir machen den Feinschliff. Dann funktioniert es. Aber wenn jemand, eine Anfängerin, die noch nie trainiert hat, die kann vielleicht leicht das oder dies haben, aber Körper ist die Einheit. Also es müssen ja alle Muskeln passen. Ich plane 6 bis 12 Monate, sonst bereite ich selten jemanden vor. Okay. Wie lange geht es bei dir, Franzi? Also ich hatte jetzt 8 Wochen angesetzt für meine Diät, aber war dann nach 6 Wochen fertig. Okay. Also was, ohne das gehört zu haben, weiß ich mittlerweile, dass 8 Wochen für eine Bikini-Klasse völlig ausreichend ist. 12 Wochen quälen die sich nur. Ja. Also wobei man ja immer die Ausgangssituation natürlich berücksichtigen kann. Genau. Aber weißt du, wenn du 1 Jahr Vorbereitung machst, gut trainierst, gut gegessen hast, ich meine, ihr seid nie so deformiert, dass man bei euch richtige Kante reinsetzen muss. Und ihr nehmt nicht 15, 20 Kilo ab. Im Normalfall niemals. Also bei mir ist es ja so, wenn ich Personal Training zum Beispiel mache und da kommen halt junge Mädels, die sind dann meistens so zwischen 18 bis 25 Jahre alt und haben aber noch nie Bühnenerfahrung gehabt. Also ich setze dann, ich sage dann immer, okay, also du musst da schon 10 bis 12 Wochen ansetzen. Auch wenn die relativ gut aussehen, weil mental sind sie noch nicht drauf eingestellt. Genau. Die ersten 4 Wochen sind ja auch gar nicht mal so dieses Shredden, also so mit hier alle Kohlenhydrate weg und alles Mögliche weg, sondern erstmal langsam dran gewöhnen, weil wenn ich die 3-4 Tage ihre Ernährungspläne mal schreiben lasse, dann zeigen sie mir meistens irgendwelche Programme, was sie da schon gemacht haben. Das ist Katastrophe. Dafür sage ich, sieht ihr ja schon sehr, sehr gut aus. Und die Umstellung geht bei mir persönlich, wenn ich vorbereite, 4 Wochen. Und die restlichen Wochen, je nachdem, ob das jetzt 8 Wochen oder 6 Wochen sind, ist es dann halt so schon für die Bühne. Genau. Ganz knüppelhart dürfen sie ja auch nicht sein, weil das wollen wir Kampfrichter auch nicht sehen. Aber jetzt bei ganz normalen Frauen, die jetzt so diese Magazine lesen, würde ich sagen, dass sie zumindest sich ein Ziel setzen können und diese Programme vielleicht kritisch mal beäugen können. Und ganz wichtig wäre, wenn da in einer Ernährungsform kaum Eiweiß drin ist, dann ist das für mich persönlich nichts. Genau, nur mit Ananas wird nicht funktionieren. Wenn man straffe Gewebe haben möchte, muss proteinreich ernährt werden. Das ist ganz normal, Nahrungsmittel für Muskeln ist ja Protein, wenn ohne Protein geht es nicht. Ja. Aber ich glaube, die Anfängerinnen können wir hier nicht aufklären. Mein Ziel ist ja auch nicht, Murat, dass ich jede Frau auf die Bühne bringe, sondern zum Erfolg bringe. Ja. Das ist für mich das Wichtigste. Bühnenerfolg hat mit Lebenserfolg nichts zu tun. Genau. Und wenn man das den Menschen weiter vermittelt, dann sind ja auch Frauen dankbar, dass ich so rede, dass die nicht gleich in 3 Monaten auf die Bühne gehen müssen, wo die sich nicht einmal bewegen können, die haben nicht einmal Körperkontrolle über sich selber. Und ich stelle jeden Medien auf den Ding. Also wir sind kein Fließbandarbeiter hier. Wir sind nach wie vor Menschen und es muss eine menschliche Ding erstmal funktionieren und dann können wir sagen, okay, hast du Lust? Also nach wie vor entscheiden die Mädels, ob die wollen oder nicht, auch wann die wollen. Pauschalisieren kann man das natürlich nicht. Also es gibt da so eine Grundregel, das, was ich weiterempfehle, wenn die Leute mich ein bisschen followen, also so bei Instagram oder Facebook oder YouTube, dann haben die sicherlich festgestellt, dass ich da eher auf wenig Kohlenhydrate setze. Das ist halt so mein Konzept. Und da gibt es da halt so eine Grundregel, das gilt für Jungs und Mädels.
Und da sage ich jetzt, damit halt ein paar Daten mal vielleicht hier mal gesagt werden, ist natürlich individuell. Franzi wird sich da natürlich anders äußern, Erjan und ich auch. Aber dann habt ihr mal so ein bisschen mal mitgekriegt, was wir so anstellen. Und wenn da halt natürlich Fragen sind, wie wir das schon immer sagen, bitte in die Kommentare rein, dann antworten wir sehr, sehr gerne. Mein Konzept sieht dann so aus, meistens, also das sind die letzten Wochen, höchstens 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht Kohlenhydrate. Dann kommt bei mir 2 Gramm höchstens bei Frauen pro Kilo Körpergewicht Proteine. Also ich gehe da nicht auf 3 oder 4 Gramm. Und Fett liegt dann bei mir zwischen 1 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also sehr fettlastig und proteinlastig und Kohlenhydrate sind sehr, sehr wenig. Das ist so mein Konzept ungefähr. In der Diät? Ja. Also genau, letzten Tage. Genau, Wochen, ja. Genau, die okay. Letzten Wochen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt bei Bunte irgendwas, so eine Kolumne hätte und ich müsste in 4 Wochen irgendwie irgendwas hinbasteln, dann würde ich genau das hier, was ich gerade gesagt habe, auch da reinschreiben. Also ich würde auch gerne von euch natürlich das mal wissen wollen, aber es ist so mein Konzept. Also, willst du was dazu sagen oder soll ich erst? Oh, okay, es ist schwierig. Ich persönlich versuche immer meine Kohlenhydrate schon moderat hochzuhalten, weil das ist einfach für meinen Körper, habe ich gemerkt, das tut mir gut. Okay, Kohlenhydrate tun jedem gut, aber Fett natürlich nicht zu niedrig, gerade bei Frauen ganz wichtig. Stichwort Hormonhaushalt. Aber wenn man jetzt wirklich so kurzfristig irgendwas noch an seinem Körper basteln möchte, dann muss ich Murat zustimmen, dass er mit Low Carb dann wirklich den besten Erfolg hat. Weil man vorher Wasser verliert und dann halt in den 4 Wochen kann man halt nicht so viel Fett verlieren, aber vielleicht hat man die Chance, ein bisschen weniger Fett auf dem Bauch zu haben. Genau, meine Vorgehensweise ist so, dass ein bisschen anders ist wie Murat seine. Ich finde, wenn man unter einem Jahr so ernährt, wie Murat sagt, es ist schwierig, Fortschritte zu machen. Aber man kann seine Form sehr gut aufbewahren. Genau. Aber für mich geht es unter einem Jahr, Fortschritte zu machen. Also deswegen setze ich schon ein bisschen anders ein. Und Diät ist es so, dass ein normaler Mensch mit der 50 Kilo wiegt, mit 50 Gramm Fett, wie viel Kohlenhydrate hast du gesagt? 1 Gramm. 50 Gramm Kohlenhydrate seine Energiequelle nie decken wird. Und wenn ich das jetzt an Kalorien umsetze, dann sind wir sehr wenig, ja. Sehr wenig. Das gilt für die letzten Wochen. Aber also das werden die Mädels nicht überleben. Meine Meinung. Es ist seine Meinung. Ich habe meine Meinung. Ja, genau, das ist auch genau richtig. Also deswegen wollte ich jetzt auch hören. Also ich habe Fett ist jetzt schon ein bisschen höher, ne? Genau. Ein bis zwei Gramm. Auch wenn du 2 Gramm machen würdest, ist meiner Meinung nach zu wenig. Ich habe bis jetzt 400-500 Athleten vorbereitet. Und ich fahre sehr gut. Ich bin schon ein Freund von Kohlenhydrate. Kohlenhydrate muss angepasst werden. Fett, wie Franzi gesagt hat, nicht so niedrig halten, aber schon niedriger. Und Eiweiß, ich glaube, wenn eine Bikini-Athletin 3-4 Gramm Protein isst, dann ist was falsch. Ich gehe bis 2,5 Gramm hoch, gibt es auch. Mehr nicht. Bei Männern und geht Kohlenhydrate, man nicht, wie weit gehst du da hoch? Kohlenhydrate, wenn ich jetzt Beispiel gebe, die haben. Es gibt Frauen, auf die Schnelle gehen soll, also genau. Jetzt so die letzten Wochen. Genau, das so. Hängt aber auch vom Stoffwechsel ab, Murat. Ich kann nicht pauschalisieren. Nee, pauschalisieren hatte ich ja gesagt, kann man nicht, aber das ist so dieser Grundkonzept. Genau. Ich habe Frauen gehabt, die mit 3,5 Gramm pro Körpergewicht Kohlenhydrate auf die Bühne gegangen sind. Die waren gut. Ich habe auch Frauen gehabt, die 1,5 hatten. Das gab es auch, aber das auch letzten Wochen. Deswegen ist Stoffwechsel, die Aktivität, was du noch machst, sehr, sehr wichtig und vor allem, wie alt man ist. Also ich glaube, wenn man Bunte da ein Ding reinsetzt, dann werden diese Frauen das Leben aufgeben. Ja. Also ich denke auch, dass zum Beispiel, wenn man jetzt in meinem Alter ist, rein von der Tendenz her verträgt man die Kohlenhydrate noch besser, klar, als jemand, der vielleicht schon ein bisschen älter ist. Also wir gehen ja nicht Überschuss. Man kann mit beiden Systemen arbeiten. Einziger Unterschied, meine Meinung, meine Erfahrung wieder, mit dem High Fat macht man keine Fortschritte.
Man kann den Form, was man hat, ewig beibehalten. Und das ist das leichtere Ernährungsweise als das andere. Richtig. Und deswegen hat er recht. Wenn er sich ein Jahr lang wohlfühlen möchte, dabei auch super aussehen möchte, ist diese Ernährungsweise blendend. Genau. Aber wenn ich noch höhere Ziele habe, ich muss mich messen. Genau, richtig. Genau. Also es ist ja, Ercan, gebe ich in diesem Punkt auch recht, weil es ist auch gut, dass man halt verschiedene Meinungen hat, weil dann habt ihr nicht nur jetzt Ja und Amen-Sager, sondern wir haben hier verschiedene, also auch Franzi hat ein anderes, andere Sichtweise als ich oder Ercan. Klar. Dafür ist es halt so eine bunte Mischung und ich sage immer, dass man diesen Lebensstil, also Lifestyle, leben möchte, und wenn das jetzt das ganze Jahr über so ist und dass man halt seine Form irgendwann mal erreicht hat und das immer beibehalten möchte, dafür stehe ich gerade und dafür werbe ich auch, mhm, dass die Leute, wenn die was machen, das nicht nur für eine kurze Zeit machen sollen, sondern das für immer und ewig machen, genau, sollen. Also das versuche ich zu vermitteln. Und jetzt ohne jetzt Leistungsdruck oder sonst was. Und dann ist man halt mit dieser Ernährungsform, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, essen gehen will, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr einfach. Ich kann zum Beispiel meinen Leuten noch sagen, geht Döner essen, ohne Brot, ohne Pommes, ohne Reis. Genau. Döner ist dann halt Protein und Fett. Und dann kann man das auch überall essen. Ist auch sehr, sehr lecker. Salat kann man dazu essen. Genau. Und wenn man irgendwo zu Besuch ist, man hat nicht unbedingt seine Tupperdose dabei. Meistens haben sie Fleisch, Fisch oder sonstige Sachen hier. Die haben vielleicht Pistazien, also Nüsse. Also in meinem Konzept ist das halt so, dass ich 6 Jahre lang im Außendienst gearbeitet habe und ich war immer unterwegs und meine Wettkämpfe habe ich da auch schon bestritten. Mhm. Und ich musste immer zusehen, wie ich auf die Schnelle was zubereite. Und das Konzept, was ich versuche zu vermitteln, ist genau das. Schnell zubereiten. Okay, große Fortschritte wirst du da nicht haben, aber das, was du erreicht hast, genau, beibehalten. 100%. Also ich sage, ohne dass ich dir zugehört habe, genau das Gleiche. Wenn man draußen essen möchte, ist deine Variante leichter einzuhalten wie unsere Variante. Man kann draußen leichter auf Kohlenhydrate verzichten wie auf Fett, weil Fett fast überall drin ist. Und das ist eine Ernährungsweise, wie gesagt, ich habe ein Jahr lang auch das gemacht. Es funktioniert sehr, sehr gut. Aber für einen Anfänger, der noch Fortschritte machen muss, ist diese Variante noch nicht so weit. Aber wenn jemand weiß, was er tut, wie du oder wie viele andere, dann ist es sehr, sehr funktionell. Also da ist nichts dagegen einzuwenden. Egal, was man jetzt macht und wie man sein Ziel erreichen will, dass man einfach immer darauf achtet, dass man sich für eine Ernährungsform entscheidet, die man dauerhaft durchziehen kann. Genau, nicht einen Monat und dann rückfällig werden und das Fünffache draufpacken, sondern man muss sich ja in dem, was man tut, wohlfühlen. Oder? Das ist ja das Wichtigste. Natürlich kann man vor Wettkampf 4 Wochen davor sich wohlfühlen, das ist uns klar. Ja, aber danach kommt die Wohlfühlphase. Und da essen wir schon das, was, glaube ich, auch der Körper braucht. Also, fühlst du dich so wohler als mit Kohlenhydrate? Ja, also ich fühle mich, genau, so genau, deswegen leichter. Machst du diese Variante auch. Ja, weil bei fertig. Kohlenhydraten bin ich immer müde. Genau, das ist fertig. Er macht das, weil er gut aussieht dabei und sich auch wohler fühlt. Wohler fühlt. Also fertig. Genau. Wenn er sich mit Kohlenhydrate wohler fühlen würde, würde er, glaube ich, mit Kohlenhydrate weitermachen. Das ist eigentlich total simpel. Vor allem, er hat ja alles probiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass er nie probiert hat, wie er mit Kohlenhydrate klarkommt. Deswegen hat er 100% recht in seinem Ding und jeder in seine Variante. Aber ohne zu probieren, sollte man über eine Ernährungsweise nicht Kritik anbringen. Vielleicht ist ja deins für jemanden, der noch nicht probiert hat, bessere Variante. Probieren geht über Studieren. Genau, deswegen sollte man auch das probieren. Ich habe gesagt, ich habe ein Jahr lang das gemacht, was du gemacht hast. War gut, da habe ich keinen Wettkampf, nichts vorgehabt. Es ist auch lustig, fettige Sachen zu essen. Aber ich komme mit anderer Weise besser klar. Okay. So, Freunde, Murats Kanal abonnieren.
Franzi vielleicht auch. Instagram hat Instagram. Dich. Ansonsten Pumping Elchan gleiche. Und danke nochmal für 80.000 Abonnenten. Ihr seid spitze.